Viele unserer landwirtschaftlichen Betriebe haben die Direktvermarktung mittlerweile zu einer wichtigen Einkommensquelle ausgebaut und sichern über den Verkauf von Qualitätsprodukten ihr betriebliches Einkommen. Durch den nahen Kontakt zu den Kunden wird außerdem ein wichtiger Beitrag zur Erweiterung des Konsumentenvertrauens in die Qualität heimischer Lebensmittel geleistet. Auch die Produktionsweise der Lebensmittel wird zu einem Großteil vom Kaufverhalten der Konsumenten bestimmt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie als Geschäftsführer des Landesverbandes bäuerlicher Selbstvermarkter recht herzlich begrüßen. Gleichzeitig möchte ich mich bedanken, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Wenn ich von unserer Einladung spreche, meine ich hier alle Anwesenden am Podium, Herrn Präsident, Ökonomierat Franz Stefan Hautzinger von der Burgenländischen Landwirtschaftskammer, die Obfrau unseres Landesverbandes, Frau Elisabeth Haufner, den Obmann-Stellvertreter unseres Landesverbandes, Herrn Ingenieur Walter Zwileditsch, und stellvertretend für die vielen Direktvermarkter im Burgenland eine Neueinsteigerin, Frau Diplom-Ingenieur Astrid Schranz. Wir haben sehr einen schönen Wintertag, so glauben wir, auch zu einem schönen Thema eingeladen, nämlich auf die Vielfalt der kulinarischen Genüsse im Burgenland aufmerksam zu machen. Konkret wollen wir heute eine Zusammenfassung unserer bäuerlichen Direktvermarkter vorstellen, und zwar in Form einer neuen Broschüre mit der Bezeichnung Regionale Vielfalt mit Genuss. Möchte vorausschicken, mittlerweile liegt der Einkauf von Lebens- und Genussmitteln direkt vom regionalen Produzenten voll im Trend. Nach dem Motto, einkaufen dort, wo es produziert wird, dort, wo es wächst und gedeiht. Immer mehr Konsumenten wollen wissen, mittlerweile, woher ihre Lebensmittel kommen, wer steht dahinter, sprich, wer ist der Produzent dieser Lebensmittel, wie werden diese erzeugt. Vor allem wollen sie qualitativ hochwertige, frische und somit auch gesunde Lebensmittel. Aber neben der Transparenz und Frische ist auch der Umweltgedanke beim Einkauf ein sehr ernstzunehmendes Thema geworden. Vor allem kurze Transportwege und ökologische Produktion sind entscheidende Kaufargumente geworden. Dem allen können die bäuerlichen Lebensmittelerzeuger voll gerecht werden. Man kann es auch mit dem Sprichwort ausdrücken, das Gute liegt so nah. Um jetzt den Konsumenten in zusammengefasster Form einen Überblick über die Verfügbarkeit von bäuerlichen Erzeugnissen geben zu können, haben wir uns von Seiten des Landesverbandes entschlossen, diesen Einkaufsführer herauszugeben, den wir Ihnen ausgeteilt haben. In einem handlichen Format und durch Bildern aufgelockerten Form kann der Konsument eine kulinarische Reise durch das Burgenland durchführen. Neben der einleitenden Beschreibung des Landesverbandes, den Vorteilen von regionalen und saisonalen Produkten, werden auch der Bereich Qualitätsprogramme beschrieben, wie zum Beispiel Genussregion Österreich, wie zum Beispiel die Bioverbände des Landes. Neben der einleitenden Beschreibung werden auch die Vorteile des regionalen und saisonalen Einkaufes eben entsprechend beschrieben. Der eigentliche Betriebs- und Produktteil ist in geografischer Aufteilung nach Norden, Süden und Mitte gegliedert. Für jeden dieser Landesteile ist am Beginn eine Landkarte abgebildet, wo nummeriert die einzelnen Betriebe angeführt sind, und die Nummerierung der Betriebe findet sich dann bei den einzelnen Betrieben auf den Produktfotos
wieder. Am Ende der Broschüre sind die Bauernläden, Bauernmärkte, mobile Verkaufseinrichtungen und Bauernkastel eben mit Öffnungszeiten und Kontaktdaten aufgelistet. So viel jetzt zur Broschüre. Wir haben dem Landesverband auch ein neues Outfit verpasst. Und Sie werden sich vielleicht fragen, warum wir einmal von Landesverband bäuerlicher Selbstvermarkter sprechen und auf der anderen Seite Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter. Dies ist auch relativ schnell erklärt. Der Landesverband bäuerlicher Selbstvermarkter wurde vor knapp 24 Jahren gegründet. Damals sprach man von der bäuerlichen Selbstvermarktung. Mittlerweile wird österreichweit, aber auch über die österreichischen Grenzen hinaus, nur mehr von der Direktvermarktung gesprochen. Und deshalb haben wir uns auch entschlossen, in unseren Namen des Landesverbandes die Direktvermarktung einfließen zu lassen. Wir werden heute einen Vorstandsbeschluss, einen Vollversammlungsbeschluss eben durchführen, wo unser Verband, unser Verein umbenannt wird in Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter Burgenland. Im Zuge dessen haben wir auch unseren Auftritt irgendwie modernisiert. Wir haben eben das vorher schon genannte Logo entwickelt und mit einem Slogan versehen, der sich da nennt Regionale Vielfalt mit Genuss. Mit diesen paar Worten umschreiben wir das Angebot der burgenländischen Direktvermarkter, glaube ich, sehr treffsicher. Der Landesverband mit seinen Mitgliedern will mit allen bereits gesetzten, aber auch mit den zukünftigen geplanten Maßnahmen unserer Bevölkerung die Hand reichen und ihnen den Einkauf direkt beim Bauern schmackhaft machen. Die vorgestellte Broschüre ist ein wesentlicher Beitrag dazu. Ja, das war in kurzen Worten das, was wir heute von Seiten des Landesverbandes einmal Ihnen präsentieren wollten. Und ja, ich gebe das Wort weiter an. an Herrn Präsidenten, okay. Franz Stefan Hautzinger. Gerne. Ja. Ja, meine Damen und Herren, der Geschäftsführer Schmier Bernhard hat es jetzt sehr ausführlich präsentiert. Möchte vielleicht hinzufügen, dass dieser heutige Fachtag unserer Direktvermarkterinnen und Vermarkter genau in die Woche der Landwirtschaft fällt, die mit heutigen Tag startet. Eine Veranstaltungsreihe, die die Landwirtschaftskammern Österreichs, also in allen Bundesländern zu unterschiedlichen Terminen abhalten, wo wir vor allem versuchen wollen, verstärkt die Leistungen unserer Bäuerinnen und Bauern und die Arbeit unserer Bauern in den Mittelpunkt zu stellen und die Landwirtschaft in ihrer Gesamtheit zu präsentieren, denn der Bogen spannt sich ja hier von der Nahrungsmittelproduktion bis hin zur Energieproduktion und vor allem auch die vielen Dienstleistungen, die von unseren Betrieben hier angeboten werden und wo man eigentlich sehen kann, wie vielfältig Einfluss unsere Bauern auf das Leben hier im ländlichen Raum letzten Endes machen. Und die Direktvermarktung hat sich mittlerweile auch sehr stark etabliert, dank der Arbeit unseres Landesverbandes, wo man einst einmal begonnen hat, zusätzliche Einkommenskombinationen zu finden. Und ich denke, gerade die Direktvermarktung ist ein Bereich, wo wir mehrere Dinge damit erfüllen können. Zum einen die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Nahrungsmitteln und damit auch die Lebensqualität, vor allem auch in den ländlichen Regionen zu sichern. Und zum Zweiten, da
dass wir uns hier für viele unserer Betriebe ein Einkommensstandbein sichern können, um weiterhin den Arbeitsplatz Bauernhof aufrechtzuerhalten und die entsprechende Wertschöpfung hier zu erzielen, damit sie auch weiterhin den Betrieb fortführen können. Mittlerweile, all jene, die hier tätig sind, sind Profis. Es geht gar nicht anders. Wir fragen uns natürlich oft, welchen Weg soll die Landwirtschaft künftig einschreiten? Ist es ein Wachsen oder ein Weichen? Und da ist es aus meiner Sicht eindeutig, wir müssen in die Vielfalt gehen, vor allem, weil wir ja eine sehr klein strukturierte Landwirtschaft haben und vielfach ja über die Mengenproduktion nie mit den riesengroßen Betrieben, vor allem in anderen Mitgliedstaaten, Übersee und dergleichen mehr mithalten zu können, denn der Markt ist ja ein globaler Markt und daher kann unsere Chance nur sein in der Qualität. Klasse statt Masse muss einfach die Devise sein und danach richten wir uns auch. Und es geht jetzt darum, dass man in der Wahrnehmung des Konsumenten diese Vorzüge, die unsere heimische Produktion hat, eben festigt. Und da geht es aus meiner Sicht ganz besonders in Richtung Herkunftsstrategie. Und zum anderen brauchen wir auch Orientierungshilfen für den Konsumenten, damit er auch weiß, dass es sich hier um ein bäuerliches, um ein regionales Produkt handelt. Und insofern machen wir uns ja auch für die Gütesiegel in diesem Bereich der Direktvermarkter Gutes vom Bauernhof sehr stark und haben hier, glaube ich, auch sehr viele Erfolge bereits zu verzeichnen. Und die Direktvermarkter sind ja jene, die am nähersten zum Konsument sind. Und das schafft, glaube ich, das höchste Vertrauen, denn der Konsument wünscht sich echte Produkte, sichere Produkte, unverfälschliche Produkte und wer als die Bäuerin oder der Bauern, mit denen er oder sie, der Konsument, ins Gespräch kommt, weil er auf dem Hof direkt die Produkte einkauft, kann das besser vermitteln und authentischer rüberbringen. Und daher ist wichtig, dass wir auch den Landesverband haben. Ich möchte diese Arbeit besonders hervorstreichen, vor allem deswegen, weil durch diese Gemeinschaft einerseits eine gewisse Motivation innerhalb der Mitglieder stattfindet, weil der Landesverband sehr stark auch dafür Sorge trägt, dass wir uns in Richtung Ausbildung und Weiterbildung noch mehr verbessern und weiterentwickeln und dass natürlich diese Werbeaktivitäten, wie wir sie heute vorstellen, auch entsprechend organisiert werden. Und daher freut es mich, dass wir heute diese neue oder neu veränderte, wieder aufgelegte Broschüre Ihnen präsentieren dürfen. Ich glaube, das ist ein ganz gelungenes Werk und man hat hier wirklich einen guten Überblick, wer unsere Direktvermarkter sind, wo sie zu Hause sind, welche Produkte sie anbieten. Und das ist, glaube ich, in einer Zeit, wo der Wettbewerb ziemlich hart ist, ganz, ganz wichtig, dass man solche Werbemaßnahmen tätigt. Daher nochmals herzlichen Glückwunsch an die Obfrau, an den Geschäftsführer. Danke, Herr Präsident, für die erklärenden und motivierenden Worte. Und ich möchte jetzt bitten, die Obfrau, dass sie auch etwas dazu sagt. Ja, also als Direktvermarkterin selber kenne ich diese Branche von der praktischen Seite her und versuche in unseren Landesverband mein Wissen und meine Erfahrung einzubringen und mich für meine Berufskollegen einzusetzen. Und solche Tage wie eben dieser Tag der Vollversammlung, wo wir also Landes- und Gemeindepolitiker da auch vor Ort haben, sind immer wert, dass wir hier sehr gut, dass wir hier auf Dinge aufmerksam machen können, die uns weiterhelfen sollen, unsere guten regionalen Produkte zu erzeugen.
Wir erzeugen unsere Produkte. Wir arbeiten sehr gern in der Direktvermarktung, das ist ein Knochenjob und wir legen da unser ganzes Herzblut hinein. Ja? Aber wir brauchen auch Grund, Raum und Zeit dafür. Und die Direktvermarktung geht in unserem, gerade in unserem Bundesland, nicht ohne Tierhaltung. Und sie geht zum, also, und dafür brauchen wir Ställe, wir brauchen Gebäude. Und Tierhaltung ist immer mit Geruch oder mit Lärm verbunden. Und diese Tage sind auch dazu da, um die Politiker zu motivieren, den Konsumenten oder die restliche Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, dass sie das auch honorieren müssen. Zum anderen habe ich jetzt in der letzten Zeit die Erfahrungen gemacht, also wir Tierhalter wissen ja schon immer, dass es sehr schwer ist, einen Stall zu bauen oder ein Betriebsgebäude zu erweitern. Aber in der letzten Zeit habe ich jetzt zwei Fälle erlebt, wo es sogar fast nicht möglich ist, wie zum Beispiel ein kleiner Gemüsebauer ein Glashaus zu errichten oder ein anderer Bauer, der seinen Betrieb ausweiten wollte. Also an diese Dinge liegen uns am Herzen und das ist auch sehr wichtig, denn wenn wir diesen Raum, diesen Boden oder diese Gebäude nicht haben, können wir keine Produkte erzeugen. Danke. Ich bedanke mich bei der Obfrau und ersuche den Obmann Stellvertreter Ingenieur Zwilicic, ein paar Worte aus seiner Sicht darzustellen. Ja, das Burgenland ist ein sehr vielfältiges Bundesland. Wir haben also fast alles, was es in Österreich insgesamt gibt, im Burgenland vereint. Und das sieht man auch in dieser Direktvermarkter-Broschüre. Ich möchte das von der Frau Obfrau auch noch unterstreichen, was die Tierhaltung betrifft. Wir haben das Problem, dass wir, was die Tierhaltung betrifft, bis auf einige wenige Ausnahmen, nicht die Möglichkeit, dass wir uns im Burgenland selber versorgen. Wir produzieren hochwertiges Tierfutter. Das wird dann in die westlichen Bundesländer verfrachtet, wird dort natürlich entsprechend in hoher Qualität produziert. Aber die Eigenversorgung ist natürlich klarerweise in Gefahr, wenn wir nicht in der Lage sind, vor Ort auch zu produzieren, auch die tierischen Produkte. Und dazu gehört eben zur Landwirtschaft nicht nur die Arbeit auf der Fläche, im Ackerbau, im Obstbau, im Weinbau, sondern gehört also auch dazu, dass wir uns entsprechend uns mit tierischen Lebensmitteln versorgen können. Es ist auch eine Frage der Umwelt. Es gehen Nährstoffe, werden von Flachlandgebiet oder vom Burgenland in den Westen Österreichs verfrachtet und dort wird Geflügel, Schweine und so weiter produziert. Und wir dürfen nicht vergessen, dass also wir im Endeffekt langfristig auch an Bodenfruchtbarkeit, wenn wir unsere Nährstoffe in den Westen Österreichs verfrachten, verlieren. Und das ist langfristig für ein Bundesland nicht gut. Danke, Ingenieur Zwilicic. Wir haben schon erwähnt, stellvertretend für die Direktvermarktung des Burgenlandes haben wir Frau Diplom-Ingenieur Schranz eingeladen. Sie ist eine, sage ich jetzt einmal, Neueinsteigerin in die Direktvermarktung, hat ein landwirtschaftliches Studium absolviert und ich würde Sie bitten, dass Sie ein paar Worte über Ihre Beweggründe eben darlegt, warum sie in die Direktvermarktung eingestiegen ist. Dankeschön. Zum Ersten war der Grund bei uns, es hat sich die Frage gestellt, den Betrieb aufzugeben oder den Betrieb weiterzuführen. Wir bewirtschaften einen kleinen bäuerlichen Betrieb im südlichen Burgenland in Oberschützen mit einer Flächenzahl von weniger als 50 Hektar. Konventionell ist das Ganze nicht mehr tragbar. Somit mussten wir uns überlegen, wie es weitergeht. Die erste Umstellung war, dass wir den Betrieb auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt haben. Und zum einen wussten wir aber auch, dass das nicht unser Stammbein sein kann, sondern um einen weiteren lukrativen Zweig zu haben, müssen wir in die Direktvermarktung einsteigen. Ich habe die Direktvermarktung zu meinem kleinen Steckenpferd gemacht. Es ist mein kleines Baby, meine Liebe. Wie bereits meine Vorgänger alle gesagt haben, da steckt das Herzblut drinnen. Und ich mache das mit irrsinnig viel Liebe und mit viel Freude. Ich habe mich der Hanfproduktion verschrieben. Wie bereits vorab erwähnt, ein Nischenprodukt. Ich habe meine Nische gefunden, ich stehe hinter meiner Nische und ich weiß, dass es ein sehr sensibles Thema ist, aber ich weiß auch, dass es an uns, an mir liegt, solche sensiblen Themen an die Öffentlichkeit zu bringen und auch dem Konsumenten dies nahe zu bringen. Sonst
Ich habe, was vielleicht an uns, bei unserem Betrieb ein bisschen einzigartig ist, wir haben keinen Verarbeitungsschritt ausgelagert. Wir verarbeiten alles direkt am Hof, wir pressen unsere eigenen Öle, wir mahlen unsere eigenen Mehle und wir kaufen kein Saatgut und keine Früchte zu. Wir verarbeiten wirklich nur lediglich das, das auch auf unserem Hof gewachsen ist. Das schätzt der Konsument sehr und es besteht auch immer wieder die Möglichkeit, wenn der Kunde das wünscht und er möchte einmal dabei sein, dann kann er zu unserem Hof kommen und kann live dabei sein, wie eine Ölpressung stattfindet, wie frisch Mehl gemahlen wird oder sonstige Verarbeitungsschritte am Betrieb ablaufen. Vielleicht zu dem Ganzen, der Verband ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen. Ich habe mich von Anfang an sehr gut aufgehoben gefühlt und meine Interessen wurden wirklich sehr gut vertreten. Ich konnte dadurch viele Dinge ein bisschen expliziter machen, ich konnte viele Dinge ein bisschen detaillierter machen und es gab eine sehr konkrete Hilfestellung in vielen offenen Fragen. Ich kann anderen Direktvermarktern nur zu diesem Schritt raten. Es ist auf jeden Fall eine Unterstützung und wie es so schön heißt, vier Augen sehen mehr als zwei und gemeinsam sind wir stark. Danke. Ich bedanke mich auch bei Frau Diplom-Ingenieur Schranz für Ihre Sichtweise. Ja, ich wollte nur noch der Vollständigkeit auf die, auf die Presseaussendung hinweisen. Jetzt habe ich das selbst auch einmal durchgelesen. Und deren entnehme ich, wird vielleicht für die Medienvertreter interessant sein, dass es im Betrieb, im Verband 85, 85, 85 5, ja, irgendwo habe ich das gelesen, ja. 85 Mitgliedsbetriebe gibt und von den 85 haben bereits 58 das Gütesiegel Gutes vom Bauernhof und vielleicht. Und heute im Rahmen der Vollversammlung werden an weitere drei Mitgliedsbetriebe dieses Siegel Gutes vom Bauernhof verliehen. Jetzt, wenn noch der Wunsch besteht, dass man vielleicht ganz kurz hinweist, Gerhard, was das Wesentliche dieses Gütesiegels ist, weil wenn der Konsument es sieht, was muss er damit verbinden, was sind die Besonderheiten und wie vertrauenswürdig das Ganze dann ist. Ja, das Gütesiegel Gutes vom Bauernhof, das ist grundsätzlich einmal eine Dachmarke, österreichweite Dachmarke, die von der Landwirtschaftskammer Österreich ins Leben gerufen wurde und auch dort betreut wird. Es steckt dahinter bäuerliche Verarbeitung, Qualitätsgarantie, entsprechendes Marketing und Ausbildung und Weiterbildung der Betriebe. Also es ist sozusagen ein Qualitätssiegel und das Ganze funktioniert so, dass in den jeweiligen Bundesländern die Landesverbände zuständig sind für die Verleihung des Gütesiegels. Es wird vorab, meldet sich der Betrieb an, dass er Interesse hat. Dann in weiterer Folge wird vom Landesverband ein Hofcheck durchgeführt. Das heißt, wir schauen beim Betrieb vorbei, schauen, wie das mit den Richtlinien zusammenpasst. Also bei Gutes vom Bauernhof stehen natürlich Richtlinien dahinter und ein Qualitätssicherungsprogramm. Und wenn das Ganze dann wir in Ordnung finden, dann wird ein externes Institut, Zertifizierungsinstitut, beauftragt, dort den Betrieb anzusehen. Und wenn dann der Betrieb zertifiziert ist und eine positive Beurteilung gegeben ist, dann wird, so wie heute, an die Betriebe diese Auszeichnung Gutes vom Bauernhof vergeben. Und ab diesem Zeitpunkt können die Betriebe dann sich mit Gutes vom Bauernhof ausloben und können auch dann verschiedene Werbematerialien, Verpackungsmaterial von Gutes vom Bauernhof dann bestellen, wie zum Beispiel dieser Würfel, sei es jetzt Taschen, wir haben auch Kühltaschen und dergleichen, also verschiedene Werbematerialien. Danke. Und ein Betrieb, der heute ausgezeichnet wird, ist eben die Frau Diplom-Ingenieur Schranz, die im Ende voriges Jahres eben diese Zertifizierung erledigt hat.